you dancing like that, 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 that. Hey Leute, ich bin's wieder. Heute werde ich euch eine kleine Basic-Combo zeigen. Das Video ist von Jason Derulo. Ich habe es nicht vergessen, wie es heißt. Irgendwas mit Dancing. Aber ja, wir starten und let's go. Ich habe mir nochmal nachgeschaut. Der Song heißt Take You Dancing von Jason Derulo. Ich habe es in zwei Parts unterteilt. Also easy. Das sind, glaube ich, jeweils, ich glaube, einmal 8 Achter und danach 4. So um den Dreh ungefähr, ich weiß nicht ganz genau, aber es sind 2 Parts tatsächlich. Okay, wir legen los. Denkt dran, es wird gespiegelt, ne? Ich bin euer Spiegelbild, ab jetzt. Okay, gut. Also, einfach so lernen, als ob ich euer Spiegelbild wäre, okay? Oder die Selfie-Kamera. Okay, wir machen, was wir zuerst machen, ist eine Hüftisolation. Okay, das heißt, wir kreisen einmal die Hüfte waagerecht, so, rechts rum, ja. Zweimal nach rechts, nach 1 und 2. Ich gehe 1 und 2. Am Ende muss meine Hüfte rechts sein. Ja? 1 und 2. Also wir kreisen einmal. Ja, es sind 1,5. Okay? Das heißt, einmal und nach rechts. Okay? 7, 8, 1 und 2. Ja, mein Finger deutet an, wie ich kreise. Okay? Von hier gehe ich nach vorne mit der Hüfte und 3 und 4. Also ich gehe nach vorne, nach links mit der Hüfte, nach vorne und nach rechts mit der Hüfte. Okay? Also, die ersten 4 Counts, beziehungsweise die ersten 8 Counts sind nur Hüftisolation. Okay, jetzt machen wir das gleiche auch in die andere Richtung. Ja? Also, wir haben von vorne 7, 8, 1 und 2 und 3 und 4. Wir sind jetzt rechts mit der Hüfte, jetzt kreise ich nach links. 5 und 6 und 7 und 8. Okay? Macht das aber. Macht das erste eher so weich und dann danach eher gut. Ta, ta, ta. Okay? Das heißt, ihr habt von vorne langsam 7, 8, 1 und 2 und 3 und 4, 5 und 6 und 7 und 8. Wenn ihr es richtig gemacht habt, endet ihr mit der Hüfte links. Okay? Ich mache es nochmal trocken. Wir kreisen von vorne 7, 8, rechts. 1 und 2. Unsere Hüfte ist am Ende rechts. Jetzt gehe ich mit der Hüfte vor, nach links, vor, nach rechts. Okay, jetzt kreisen wir links vor. Wir gehen 5 und 6. Jetzt die Hüfte links. Jetzt gehen wir vor, nach rechts, vor, nach links. Okay, nochmal langsam. 7, 8, 1 und 2 und 3 und 4, 5 und 6 und 7 und 8. Okay, das sind die Counts, ja? Danach machen wir eine Fußkombo. Okay, ich weiß nicht, ob ihr schon mal Cha-Cha-Cha getanzt habt. Wenn ja, werdet ihr es bestimmt kennen. Vom Cha-Cha-Cha, ihr macht so einen Liegeschritt. Rechts, ich gehe aber zuerst mit rechts. Also ich mache den Männerpart. Vor, rück, rechts, dann links, vor, ta, ta, ta. Okay, das ist eine 8. Wir haben vor, 2, 3 und 4, 5. 6, 7 und 8. Okay, mal langsam. Ich gehe nach vorne rechts. 1, 2, dann hier rechts biege, ne? Rechts, links. Mal rechts, 2 und 2. Ich gehe 2 mal rechts, ran, rechts. Jetzt gehe ich mit links nach vorne, vor und mache den Biegeschritt. Bin mit dann auf rechts, jetzt gehe ich nach links. Zack, zack, zack. Versucht da, weil jetzt wir die Hüfte ein bisschen trainieren. Ja, dass ihr das ein bisschen üben könnt, versucht so ein bisschen mit der Hüfte zu spielen. Ta, 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 ha, ta, ta, ta. Okay, ich mache es mal langsam mit euch zusammen. Let's go. Wir haben 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8. Okay, das ist die nächste 8. Ich versuche es nochmal langsamer zu machen und zu erklären, was ich mit meinen Füßen mache. Okay, ich gehe, Achtung, 5, 6, rechts, links, rechts, links, rechts, andersrum. Links, rechts, links, rechts. Okay? Wir verbinden beide Achter zusammen. Wir haben 5, erst Hüfte und dann Füße. Okay? 5, 6, 7, 8, 1 und 2 und 3 und 4, 5 und 6 und 7 und 8. 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7, 8. Okay, das war jetzt super schnell. Wir machen noch einmal langsam. Achtung. 5, 6, 7, 8. 1 und 2 und 3 und 4, 5 und 6 und 7 und 8. 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8. Okay. Von hier gehe ich aber noch kurz ran, nach unten, damit wir nach links, nach rechts und nach links rein gehen. Okay? Das heißt, ihr geht, ne, doppelt nach links, dann gehe ich ran, auf und, slide rechts, 5, 6, 7, 8. Wie ihr das macht, wie es cool macht. Hier oder eher girly. Okay, eher so mit der Hüfte. Ist egal. Einfach rechts ran, links ran. Step touch. Okay? Das heißt, ihr habt einen Wiegeschritt. 1, 2, 3 und 4 aus dem Übergang. 5, 6, 7 und 8 und 1, 2, 3, 4. Easy, ne? Das heißt, wir gehen slide rechts, slide links. 4. Jetzt gehe ich auf 5, 6. Okay? Ich schätze einfach ab und kreise. 5, 6. Wir kreisen wollen. 5, 6, oben rum, unten rum. Okay, zweimal oben, 5, 6. Egal, 5, 6. Jetzt ist der Impuls zum Kreisen. 5, 6. Hüfte auch wieder mitnehmen. Okay? Das heißt, ihr habt Wiegeschritt. 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8 und 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay? Wie ihr oben ankommt, wichtig ist jetzt, dass ihr rechts rausgeht, links rausgeht und zu. Auf 7 und 8. Rechts, links, zu. 5, 6, 7 und 8. Kreisen 5, 6, 7 und 8. Hände gehen mit. 7 und, okay, also ich gehe praktisch auf. 7 und gehe dann hoch. 8. Okay, meine Hände sind hier oben über Kreuz. Ja, dann haben wir 5, 6, tap, tap. Ihr könnt den Kopf gerne mitnehmen. Ja, oder lasst ihn vorne, ist es egal. Aber macht Posen. Tap, tap, tap. Richtig stage. Okay? Also ich habe 5, 6, 7 und 8. Okay? Das heißt von dem neuen Part bis weiter nach rechts. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Okay. Von mir. Einfach mit den Händen aufgehen. Rechts. 1, 2, 3, gehe ich gerne mal rechts auf. 1, 2, 3, 4. Ja? Oberkörper groß, nicht viel. Brustkopf raus, raus. Hände gehen links nach schräg oben, rechts nach schräg oben. Geh und dann entgegensitz. Ja? Zack, zack, zack. Ihr habt die Arme schon oben. Geht einfach 7, 8, 1, 2, 3, 4. Geht, Füße gehen immer auf, zu, auf, zu. Danach gehe ich einfach nach vorne, 2 Schritte. 6, geht 5, 6. Ihr macht so, ihr versucht so mit dem Publikum ein bisschen zu spielen. Auf 5, 6, jetzt drehe ich mich im Kreis. 7, 8, 1, 2, 3, 4. Macht ihr nichts. Okay, geht vor. 5, 6, lauft im Kreis. 7, 8 und versucht auf 2 anzukommen. 1, 2, wie auch immer glaubt seid. Auf 3, 4 macht ihr gar nichts. 3, 4. Okay, ein bisschen posieren. Ja? Und das war auch schon der erste Part. Es sind gar keine 8. Das sind 4 Achtel. Insgesamt sind es 8 Achtel. Okay? Das heißt, den neuen Part nochmal. Wir haben den Slide. Ne? Wir haben und 1, 2, 3, 4. Von hier kreisen, wie auch immer, 5, 6 oder 5, 6, 7 und 8. 1, 2, 3, 4. Nach vorne laufen. 5, 6, Kreis. 7, 8, 1, 2, 3, 4. Nichts zu. Okay? Wir machen es einmal langsam mit dem Übergang, mit dem Wiegeschritt. Okay? Wir haben 7, 8, 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8 und 1, 2, 3, 4, Kreise. 5, 6, 7 und 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Okay. Jetzt verbinden wir beide Parts vom ersten Teil. Das heißt, wir haben von ganz vorne, wir machen es einmal langsam, einmal mittelschnell und dann noch Musik. Jetzt. Ja, ganz langsam. 5, 6, 5, 6, 7, 8, 1 und 2 und 3 und 4, 5 und 6 und 7 und 8. Von dem Licht. 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8. Slide. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Auf. 1, 2, 3, 4, laufen, 5, 6 im Kreis, 7, 8, 1, 2, nächsten, 3, 4. Okay, machen wir es schnell, let's go, ja, 5, 6, 7, 8 und 1 und, warte, das war viel zu schnell, 9, bitte schnell, 5, 6, 7, 8 und 1 und 2 und 3 und 4, 5 und 6 und 7 und 8, 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8 und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Jetzt das Ganze mit Musik, let's go. Let me take you dancing. Two step to the bedroom. We don't need no dance floor. Let me see your best move. Anything could happen. Ever since I met you, no need to imagine. Baby, all I'm asking is let me take you dancing. Like da 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 da. So, ihr habt schon gemerkt, dass es super schnell war. Wenn es auch Musik ist, deswegen übt es vorher immer trocken. Ja, mit den Parts davor, wo ich es einmal super langsam erklärt habe und dann schnell, okay, ein bisschen schnell, so dass ihr dann, wenn ihr es schnell macht, auf Musik das leichter habt. Okay, immer wieder zurückspulen, dann funktioniert das auch. Okay, so jetzt kommen wir zu den letzten paar Achter. Das heißt, ich stehe hier. 1, 2, 3, 4, hier auch mit Pose. 1, 2, 3, 4. Wichtig ist noch, und 5. Müsst ihr einfach aufspringen. Und 5. Okay. Ihr hört die Musik ein. Ta-da-da. Jetzt zählt 1. Egal wie ihr steht. 1, 2, 3, 4 und 5. Okay? Steht so da. Okay, ich habe meine rechte ein bisschen tiefer und die linke ist praktisch hier so am Armband. Ja? So steht. Okay? Und das muss mit Power sein, weil das ist ziemlich leise und dann kommt nichts. Dann müsst ihr zählen für euch. 1, 2, 3, 4. Boom, boom. Okay? Das sind die ersten Schritte. Achtung, wir haben. Wenn wir laufen, ne? Das ist auf 7, 8, wir laufen im Kreis. Und 1, 2, 3, 4 und eine 5. Okay, noch einmal. Das hier mit dem Laufen, das habe ich jetzt falsch simuliert, deswegen machen wir es noch einmal. Wir sind hier auf, lass mich kurz überlegen, wir kommen wieder rein, genau. 7 und 8, ne? Dann gehen wir hier, zack, ha, zack. Ha, wir haben 5, 6, 7, 8, 1, nicht so, 2, 3, 4 und eine 5. Okay, von hier. Die 6 lasst ihr aus, bleibt immer stehen. Und eine 5, 6 und jetzt schmeißt ihr die rechte Schulter nach vorne auf 7, 8. Ich gehe mit meiner Ferse, rufe so ein bisschen mit auf 7, 8. Okay, ein bisschen mit der Schulter. 7, 8. Ja? Das heißt, ihr habt nochmal mit dem Laufen, ne? Ihr lauft irgendwie, habt eine Pose, keine Ahnung, so. Weiblicher, ja, Achtung, 1, 2, 3, 4 und 5, 6, 7, 8, okay, 6, nichts machen, einfach halten, einfach Pose, ja, okay, ich mach's mal vorne, genau, Pose unten machen, ne, jetzt von hier, 1, 2, 3, 4 und 5, halten, 7, 8, okay, jetzt von hier, gehe ich, auf rechts, ja, 1, 2, was ich mache, ich schmeiße meine Hüfte rechts praktisch nach oben. Okay, oben, oben, oben. Also einmal hoch, tief, hoch, tief. Von der Seite so. Hoch, tief, hoch, tief. Okay, die Hüfte kreist immer, dreht immer nach außen. Ja? Dabei haben wir die Hände oben, hoch, tief. Und dann nur die eine Hand, hoch, tief. Ja, wir haben 1, 2, 3, 4. Dann macht ihr mit dem Schritt links rüber. Macht genau dasselbe mit der linken Hüfte. 1, 2, 3, 4, beziehungsweise 5, 6, 7, 8. Okay? Das heißt, ihr habt von hier Nochmal mit der Pose und in 5 halten. 6, 7, 8. 1, ja, ich mache einen Schritt mit rechts und dabei gehe ich tief durch. 1 und 2 und 3, 4. Jetzt mache ich einen Schritt mit links, dabei gehe ich durch. 5 und 6 und 7 und 8. Nochmal, wir haben und der Pose. Halten. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, jetzt ist schon fast fertig. Wir sind wirklich schon 6,5, 8. Gar keine 12, wie ich gedacht habe, sorry. Ja, von hier gehen wir mit rechts raus, machen einfach ein Hair. Okay, also wenn ihr ein Hair könnt, ansonsten kreist einfach auf den Kopf, einmal von links nach rechts. 1, 2. Okay, das heißt, ich habe hier und 5, 6, 7, 8. Dann gehen wir auf 1, 2. Wenn ihr das hier macht, könnt ihr auch wandern. Okay? Also ich gehe mal auf Spitze, Ferse. Okay? Könnt ihr für euch probieren, wenn ihr wollt. Ja, aber ihr könnt auch einfach auf der Stelle bleiben. Ne? Das hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 1, 2. Jetzt kommt 3, ba. Dann ist es schon fertig. Ihr geht in der Position zum Aufschwung für eine Drehung. Ja? Ich persönlich drehe mich jetzt diesmal von links, also auf links nach links. Das heißt, ich gehe auf, okay? Also ich gehe so. Ich hole einen Schwung, indem ich meinen Körper nach links drehe. Okay? Und dann gehe ich auf mein linkes Bein hoch. Okay? Und drehe, sorry, nicht von links auf links. Von links auf rechts, das ist jetzt ein bisschen verwirrt, aber ist auch Wurst. Hauptsache, ihr geht auf 3 und dann geht ihr auf ba. Müsst ihr drehen. Okay? 1, 2, 3. Ba, auf. Counts sind 1, 2, 3, 4 oder 5. Ba. Das heißt, ich habe 4 oder 5. Fertig. Man könnte noch ein bisschen weiter machen. Ja? Wie gesagt, es ist diesmal nur eine kleine Kombo, dass wir auch diese, ja, den Kurs abgedeckt haben, den Basic-Kurs während der Lockdown-Phase, dass ihr da auch ein bisschen was am Üben habt. Okay? Das heißt, wir verbinden das noch einmal. Ab der Pose. Okay? Ihr lauft hier, ne? 5, 6, 7, 8, 1, 2, macht nichts, 3, 4, jetzt kommt, Achtung, auf 105. 1, 2, 3, 4, und 5, 6, 7, 8. 1, 2, eine Hand, 3, 4, weiter, 5, 6, 7, 8, Kreisen. 1, 2, 3, 4, und 5. Yes! Denkt immer dran bei der Drehung. Habt einen Fixpunkt, ja, bei mir ist die Kamera, okay, ich versuche so weit zu drehen, wie es geht, und dann drehe ich meinen Kopf hinterher, dass ich wieder auf die Kamera schaue, dann wird es mir auch nicht schwindelig, okay. Ihr könnt auch über Kreuz drehen, ja, oder auf dem rechten Fuß, okay, ist egal. Hauptsache ihr übt für euch nur Drehung, ja, weil es ist auch wichtig für später, dass ihr eine Drehung könnt, okay. Okay, das war doch schon im zweiten Part, ja, das heißt, wir sind hier, ich würde sagen, wir machen den Part gar nicht einzeln, sondern ich verbinde einfach beide schon, weil wir sind nur 2 Achter zum Tanzen. Das lieber besser, dass ihr es komplett habt. Okay, wir machen von vorne zusammen. Achtung. Langsam. 5, 6, 7, 8, 1, 2 und 3 und 4, 5, 6 und 7 und 8. Von hier bis vor. 1, 2, Cha-Cha-Cha, liege. Und 7 und 8 nach rechts. 2, 1, 2, 3, 4, Kreisen. 5, 6, auf, hoch und auf, zu, nach vorne. 5, 6, im Kreislauf. 7, 8, Pose. 1, 2, 3, 4 und 5, halten. 6, 7, 8, weiter. 1, 2, 1, 3, 4, wechseln, 5, 6, 1, 7, 8, hopp, 1, 2, ausruhen, 3, 4 oder 5. Yeah. Und dann weiter tanzen, wenn ihr wollt. Oder einfach posen und dann raus. Okay? Nochmal bitte schnell und dann schnell. Achtung. Ja. 5, 6, 7, 8, 1 und 3 und 5 und 7 und 8. 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8 und 1, 2, 3, 4, Kreisen, 5, 6, 7 und nach und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4 und 5, 6, 7, 8, 1 und 3 und 4, 5 und 6 und 7 und 8 und 1, 2, 3, Yes. Gerade habe ich kurz die Orientierung verloren. Erst nach da geschaut und dann zur Kamera. Okay, gut. Wir machen jetzt das Ganze von vorne schnell. 8, ja, 5, 6, 7, 8 und 1 und 7 und 8. 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8 und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8 und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 1, 2, 3, 4 und 5, 6, 7, 8, 1 und 7 und 8 und 1, 2, 3, 4 und 5. Yeah! Jetzt Musik. Hey, let me take you dancing. Two step to the bedroom. We don't need no dance floor. Let me see your best move. Anything could happen. Ever since I met you, no need to imagine. Baby, all I'm asking is let me take you dancing. Like that, 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 that. So Leute, das war's wieder von mir. Und ja, wie gesagt, es waren noch keine 12 Achter. Ja, das waren 6,5 Achter. Easy Combos. Ich hoffe, ihr könnt irgendwas mitnehmen, Neues lernen, so ein bisschen Hüftisolation, ein bisschen Fußkombos, ja. Und am Ende die Drehung, ganz wichtig, dass ihr ein bisschen die Drehung übt, trainiert zu Hause, auch während der Lockdown-Phase. Und ja, viel Spaß mit dem Üben. Das Lied ist wie gesagt von Jason Derulo, habe ich schon wieder vergessen. Irgendwas mit Dancing. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Tutorial. Bis dann.